Hallo liebe MyQTuber, hier ist wieder Thorsten aus der Mittelweserregion. Vielleicht habt ihr schon mal die Begriffe Dauergrünland oder absolutes Grünland oder historisches Grünland gehört und ich wollte euch die noch mal kurz näher bringen. Wir stehen hier gerade auf einer Dauergrünlandfläche von uns und wenn wir uns mal umgucken, da ist ein Baum drinne, hier ist vorne ist ein kleiner Berg drinne, hier sind Senken drinne. Da hinten sieht man eine kleine Spur, da ist es so nass, da bin ich mit dem Trecker, habe ich da diese Spur gemacht, deswegen bin ich die andere Fläche gar nicht mehr abgefahren und man könnte hier gar nicht ackern, also Getreide zum Beispiel ansehen oder Mais ansehen, weil es wäre einfach zu nass und da würde das nicht wachsen. Und unsere Vorfahren, die haben damals das schon erkannt und haben einfach sich entschlossen, ja, hier ist Grünland, hier lassen wir unsere Tiere rauf oder hier mähen wir für die Gras im Sommer, wenn es trocken ist, für die Kühe. Und das haben die schon erkannt und also historisch ist hier immer Grünland gewesen und deswegen heißt es auch, ja, historisches Grünland oder Dauergrünland. Es ist immer Grünland und nicht abwechselnd mal Acker, mal Grünland oder mal Grasland. Und deswegen werden die Begriffe so bezeichnet. Ich hoffe, ich habe euch durch den, ja, Urwald der Begriffe mal ein bisschen durchgeführt, der drei Begriffe und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.